Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Mario Kart 8 Deluxe. Das nächste Streckenupdate ist draußen und in diesem Video schauen wir uns die 8 neuen Strecken an, sowie den neuen Charakter, den wir jetzt hier auswählen dürfen. Euch viel Spaß dabei. Und wir springen direkt in die Charakterauswahl rein und da könnt ihr sehen, Birdo. Birdo ist jetzt ein weiterer Charakter, der hier ausgewählt werden kann in Mario Kart 8. Und schaut mal hier, Leute, hier sind noch 5 weitere Fragezeichen. Das heißt, in den nächsten Updates werden wir sicherlich noch weitere Charaktere erwarten dürfen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall erstmal Birdo. Ja. Auch hier, wie das zum Beispiel bei Yoshi funktioniert oder auch bei anderen Charakteren, haben wir verschiedene Farben, die wir auswählen können. Ja, wir nehmen mal erstmal das Klassische, das Bekannte. So, das Auto lasse ich jetzt auch einfach mal, um es einfach möglichst kurz zu halten. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal eben in die neuen Cups rein, die wir hier befahren dürfen. Ja, ihr seht jetzt hier oben in der Leiste, das sind jetzt die Cups, die wir jetzt bisher bekommen haben. Hier unten sind die zwei neuen, nämlich einmal der Fruchtcup. Ja, da gibt es die Strecken Ausfahrt Amsterdam, Flussuferpark, DK Schikane, Yoshis Island. Dann haben wir hier den Boomerang Cup mit der Strecke Bangkok Abendrot, Marios Piste, Waluigi Arena und Überholspur Singapur. Ja, und ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal umgehend hier in den Fruchtcup rein und starten mal mit der Ausfahrt Amsterdam. Ja, Ausfahrt Amsterdam aus dem Tour-Spiel, ja, also dem Spiel fürs Handy, Tablet. So, der Start ist schon mal geglückt. Auch hier natürlich, wie in den Videos zuvor, spielen wir in der 150-Kubik-Klasse, damit es nicht so ganz langweilig wird. Ja. Und auch klar, wie man das natürlich von den Tourstrecken gewohnt ist. Ja, man ist in vielen großen, bekannten Städten der Welt ja unterwegs. Und hatte natürlich auch immer verschiedene Sehenswürdigkeiten. So, da schnappen wir uns jetzt mal den ersten Platz. Ja. Mal schauen, wie lange ich den noch behalten kann. Aha, schaut mal. Ich hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn wir jetzt hier in Amsterdam nicht durchs Wasser fahren würden, oder? Und auch hier natürlich kennt man das ja auch, dass sich ja die Streckenführung ja von Runde zu Runde immer wieder ändert. Darauf muss man sich zumindest einstellen. Ja. Dass du jetzt noch kommst, ne? Das war ja fast schon zu erwarten. So, jetzt geraten wir auch noch in den Gegenverkehr. Jetzt auch noch mal hier ein paar Runden durch die Tulpenfelder. Ja. Hier wird auf jeden Fall nichts ausgelassen. Das kann man sagen. So, wie lange haben wir es denn noch bis zum Ziel? Da ist es ja. Da können wir noch ein paar Bananen mal hinschmeißen. Und seht da, es kommt noch mal ein blauer Panzer. Naja, ein Glück, dass wir es schon beendet haben, das Ganze. Ja, erste Rennen, erster Sieg. Wir springen mal ins nächste rein. Flussuferpark aus dem Game Boy Advance. Start natürlich jetzt von der ersten Reihe. So, den räumen wir erstmal ganz klassisch ab. Wie komme ich denn da an den Pilz, den die Piranha-Pflanzen da so schön balancieren? Ich muss einer gegenfahren, oder? Erstmal. Ja, okay. Das ist dann auch schon die erste Runde.
Und auch hier ist natürlich bekannt, das hat man ja so auch in den letzten Videos, ja, bei Strecken aus dem Game Boy Advance, die sind ja sichtlich kurz, ja, wenn man es so möchte. Was jetzt nicht schlimmend, zwingend schlimm sein soll. So, da haben wir jetzt mal einen Pilz. Ich frag nicht nur, wann dann jetzt mal der blaue Panzer wieder kommt. Ah, der Vorsprung ist auf jeden Fall ordentlich. Na gut. Wenn du vorne wegfährst, dann ist das ja mit den Münzen, ist das ja bekannt. Ja. Normalerweise gibt es dann einfach nichts anderes. Eben außer Münzen. So, da haben wir jetzt wieder eine Banane. Sehr gut. Sollte der blaue Panzer jetzt noch kommen, wird uns das nicht weiterhelfen. Aber das sieht bis hierhin ganz gut aus. Ja. Ja. Bisher noch eine weiße Weste. Zwei Rennen, zwei Siege. Mal schauen, ob es ja, weiterhin so gut läuft. Wir gehen mal ins nächste Rennen rein. DK Schikane. So, und jetzt geht's dann da auch wieder die Piste runter. Ja, nice Statue da vorne von Donkey Kong. Okay. Also hier müssen wir tatsächlich die klassische Snowboard-Bewegung machen. Also im Idealfall. Vorsicht. Die Geräusche von Birdo, ne? Die sind echt ein bisschen... Ach komm. Jetzt versuche ich tatsächlich mal diese Bewegung hier einfach mal mitzumachen. Ach nice. Oh, jetzt kriege ich die Kurve nicht mehr. Okay. Was ist eigentlich Sinn, wenn ich das tatsächlich hier so durchziehe, die Nummer? Also... Eigentlich müssen wir ja schneller vorankommen, oder? Hier zum Beispiel. Okay. Also Leute, es kann auf jeden Fall nicht schaden, das hier mal mitzunehmen. Hier lasse ich es erstmal. Dann kann ich nämlich die Kurve etwas enger dann auch schnappen. Ja, okay, also... Wenn man die Nummer durchzieht da mit den... An den Half-Hypes da so hoch zu fahren, ja, haben wir gerade gesehen, ne? Also da kommt auch nicht an Tempo, kommt dabei rum. Also nicht schlecht, aber auch so den ersten Platz mitgenommen. Alles entspannt. Wir gehen mal weiter. Yoshi's Island. Ja, und hier ist es dann tatsächlich wieder eine komplett neue Strecke. Jetzt war ich was zu früh, oder? Ja.
Yes, Leute, yes! Man hat es gerade eben schon gehört, den Sound am Anfang. Aber die Musik... Für die Älteren unter euch, ja, ihr werdet es vielleicht erkennen, ist die Musik halt von Yoshi's Island, also dem Spiel auf dem Super Nintendo. Gibt es, wenn ich mich nicht täusche, sogar auch ein Let's Play hier auf dem Kanal. Also das Spiel, bei dem man eben, ja, mit Yoshi und dem kleinen Baby Mario auf der Reise ist, ja. Ah, sehr cool, sehr cool. Ja, da oben ist nochmal das klassische Ende eben bei einem solchen Level mit diesen, ja, was sind das? Sonnenblumen? Ach, das ist nice, das ist schön. Die Tinte auf dem Bildschirm ist jetzt weniger schön, aber gut. Auch hier... Diese Passagen in dem Spiel, wo man quasi diesen Höhlen mit diesen Diamanten konnte man gerade schön sehen. Ja, also ich muss sagen, die Strecke, die catcht mich auf jeden Fall. Und das aber auch nicht zu knapp. Und schaut mal links oben. Das kleine, aber feine Detail, dass da Yoshi-Köpfe auf den Münzen drauf sind. Ich feiere es minimal ab, Leute. Und auch hier, dass sie auf den Stelzen zum Beispiel laufen. Ich sag ja, das ist... Ja, da hat man nichts ausgelassen. Man hat einfach komplett alles hier mit übernommen. Sehr schön. Habe ich gerade eben... Hä? Okay, so, jetzt nochmal konzentrieren. Und jetzt nicht nochmal hier kurz vor Schluss den Sieg... aus der Hand geben. Ja, sehr gut. Jetzt kommt der Blaue, ne? Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Ehrlich. Das ist eine absolute Frechheit. Schön, schön. Das war ja wirklich noch die Musik damit reingenommen. Boah, Leute, ich krieg Gänsehaut. Ungelogen, ehrlich. Nice. Oh, ey, diese Strecke, ne? Alter, die reißt einfach alles raus, ey. Ja. Schön. Natürlich bitte, dass ich jetzt nicht die saubere Runde zu Ende bringen konnte mit 4 Siegen, aber gut. Aber das Level, wollte ich ganz sagen, die Strecke ist unfassbar geil gemacht, ey, man, mit der Musik, boah, nice. Nice, richtig gut. Wir gehen jetzt in den nächsten Cup rein. Bangkok, Abendrot. Wieder eine Strecke aus Mario Kart Tour. Wir sind natürlich weiterhin mit Birdo am Start. Und auch hier bin ich echt mal gespannt, was sich Nintendo da noch ja, einfallen lässt mit den anderen Charakteren. Eigentlich müsste man mal schauen, welche Charaktere ja, sind prinzipiell noch verfügbar aus dem Mario-Universum, die hier gar nicht vertreten sind. Und prinzipiell muss es ja auch nicht immer Mario sein, ne? Ja. Wir haben ja auch den guten Link zum Beispiel, der hier mitfährt. Ich weiß, vielleicht können wir demnächst auch mit Ganondorf oder sowas hier fahren. Nein. Ah, genau. Nimm ruhig mal den nach vorne. Das war knapp.
So, letzte Runde. So. Hier ins Parkhaus. Aber da fahren wir nicht rein, um zu parken. Was? Okay. Nein. Ach komm. Komm, gib Gas. Aha. Hui. Das war knapp. Naja. Rennen auf jeden Fall gewonnen. Wir gehen jetzt mal in die nächste Strecke rein. Marios Piste aus dem Nintendo DS. Ja, vorne ist das Schloss. Okay, alles klar. Damit hätten wir die erste Runde hinter uns. Der Vorsprung, den wir jetzt aktuell haben, der ist natürlich wieder ordentlich. Eigentlich dauert es ja dann auch nicht mehr allzu lange, bis dann der blaue Panzer grüßt. Aber wir sind ja noch nicht in der letzten Runde und auch noch nicht kurz vorm Ziel dann auch. Ne? Das kommt ja gleich. Ne? Das kommt ja gleich noch. Thematik mit den Münzen, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Ne? So, vielleicht zumindest hier nochmal irgendwas zum Abwehren. Ah, jetzt habe ich gerade den falsche Richtung angepeilt. Oh. Jetzt kommt sogar noch der Wiggler hier entgegen. So, wo ist denn jetzt der blaue Panzer? Leute, jetzt will ich ihn auch sehen. Jetzt will ich ihn auch sehen. Gut, dafür zweimal einen Blitz. Naja. Ja. War jetzt auch recht ungefährdet, das Ganze, ne? Also, jetzt nicht so eng wie gerade eben. Naja, soll mir recht sein. Strecke ist ganz okay, würde ich sagen. Ich gehe mal weiter. Waluigi Arena. Ist ja dann vom GameCube, ne? Aber habe ich ja jetzt richtig verstanden, oder? Muss ich auch gerade überlegen, weil das habe ich auch safe gespielt. Aber gut. 1000 Jahre her, ne? Man kennt das ja. Ich frage mich gerade, wo Nintendo hingehen will. Schaut mal auf die Strecke, diese Reflexion von dem Matsch. Der ist es ja schon. Kennt man, glaube ich, auch gar nicht so aus dem Spiel, oder? Also nicht so krass, diese Reflexion. Naja. Ich frage mich, wie komme ich denn eigentlich da hoch? Komme ich da gleich hin? Sieht man noch mal schön die Übertragung von uns.
So. Auch hier konnten wir uns schon inzwischen wieder einen kleinen Vorsprung rausfahren. Und hier nochmal wie gerade eben beim in der Skipiste. Ah, hier, warum immer. Okay. Sah jetzt nicht so ganz elegant aus. Das schon etwas eher, würde ich sagen. Aha. Okay. So. Letzte Runde. Ach, ich mag Birdo. Auch wenn sie mir damals bei... Ja, was ist denn das? Mario 2. Mir schon als kleines Kind einige Nerven gekostet hat. Und es teilweise heute noch macht bei Mario Maker. Ist sie doch eigentlich eine ganz liebe, oder? So, komm. Weg damit. Damit haben wir den dritten Sieg in der Tasche. Ja, nochmal kurz, ja, voll getintet. Ja, wir gehen mal ja, in die nächste, ins nächste Rennen rein, das ja auch dann das letzte ist. Vielleicht habe ich da Glück und hole jetzt nochmal den ersten Platz und kann dann so eben einen sauberen Cup ja, fahren. Wir gehen mal weiter. Überholspur Singapur. Ja, auch hier natürlich wieder eine Strecke aus Mario Kart Tour. Hätte man auch eigentlich direkt die Formel 1 Strecke nehmen können, oder? Erstmal werden wir hier nochmal abgeschossen. Ja, da ist dieses berüchtigte Hotel. Name habe ich keine Ahnung. So, hier nehmen wir mal die Reifen mit. Oder die Ringe. Okay. Den hat Wario jetzt eigentlich gerade mal so locker flockig einfach weggeworfen, die Box da. Ach komm! Der Schlawiner. Okay. Bin ich gerade total irritiert. Das ist doch nicht das Ziel von eben gewesen, oder das Ende. Das heißt, das ändert sich jetzt auch noch mal hier. Okay. Naja, gut. Ah, Mist. Aber auch hier, ne, haben die auch einfach nichts ausgelassen. Hier geht's ja drunter und drüber hier. Ah, nein. So, wo ist denn hier, wo muss ich hin? Ich sehe das, komm, ich, auf die letzten paar Meter vergeige ich das gleich nochmal. Ja. Das ist erstmal noch in Ordnung. Darf halt nichts mehr hinterherkommen. Habe ich nochmal Glück gehabt. Ja, endlich. 60 Punkte, Leute. 60 Punkte. Yes. Absoluten Profis. Ja, dann würde ich auch gerne jetzt gleich meinen Pokal mit 3 Sternen entgegennehmen, ja, bevor wir jetzt gleich das Video hier beenden. So. Na, na, da ist er ja. Da ist er ja. Ah, sehr schön.
60 Punkte, 3 Sterne. Was will man mehr? Ja, was will man mehr? Mehr geht ja auch nicht, daher. Ne? Ja, damit haben wir schon mal wieder die neuen 8 Strecken uns angeschaut. Ja, sind durch die Reihe ganz solide. Ja, bis eben auf das eine Yoshi Island Level. Ich weiß, ich will mal Level sagen, aber es ist eine Strecke. Aber die Strecke, die hat hier alles rausgerissen. Also das, diese Strecke ist eine 10 von 10. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Also daher, das ist bislang, glaube ich, mit einer meiner Favoriten von allen Strecken, die wir jetzt hier seit den Updates, ja, hier spielen dürfen. Macht auf jeden Fall ziemlich Bock. Wie gesagt, die anderen Level sind, schon wieder Level, ne? Die anderen Strecken sind auch ganz okay, ja. Gut. Bin mal gespannt. Wie gesagt, 5 neue Charaktere sollen noch gedroppt werden. Wer das dann ist, werden wir dann erfahren. Kommen auf jeden Fall noch weitere Strecken raus. Die werden wir uns natürlich auch nochmal hier umfassend auf dem Video oder beziehungsweise auf dem Kanal hier anschauen. Wenn euch das irgendwie gefallen haben sollte, ihr kennt das ja, ne? Gerne Like und Abo da lassen. Und dann sehen wir uns vielleicht spätestens im nächsten Update dann wieder. Oder wenn ihr wollt, vielleicht auch einfach auch in einem der nächsten Videos zu anderen Spielen. Fühlt euch auf jeden Fall in der Hinsicht frei, ja? Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.